Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe bei einigen das Gefühl, dass Sie den Schlag von Frankfurt noch nicht gespürt haben. 70,8% für den Frankfurter Oberbürgermeister, der das Thema bezahlbares Wohnen ganz oben auf die Agenda genommen hat. Herr Lutschak, darüber sollten Sie mal nachdenken. Ich bin froh, dass wir heute wieder über bezahlbaren Wohnraum reden können. In meinem Frankfurter Wahlkreis werde ich immer wieder auf dieses Problem angesprochen. Viele, die eine Wohnung haben, befürchten, dass sie sich diese nach einer Modernisierung nicht mehr leisten können. In unserem Koalitionsvertrag haben wir uns auf diverse Verbesserungen geeinigt. Und ich bin unserer SPD-Ministerin Katharina Barley dankbar, dass sie schon jetzt, nach nicht mal 100 Tagen im Amt, einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt hat. In diesem gibt es deutliche Fortschritte für Menschen in Mietwohnungen. Wir wollen die Mietpreisbremse scharf stellen. Künftig muss der Vermieter die Vormiete angeben. Außerdem soll es künftig leichter sein, zu viel gezahlte Miete besser zurückzufordern. Gerade für meinen Frankfurter Wahlkreis ist es extrem wichtig, dass wir eine Kappungsgrenze, einen Deckel für die Mieterhöhung nach Modernisierung einführen. Künftig dürfen nur noch maximal 3 € pro Quadratmeter nach Modernisierung innerhalb von 6 Jahren erhöht werden. In Frankfurt hatten wir einen Fall, da wurde die Miete nach Modernisierung um 14 € erhöht. Niemand der Bestandsmieter konnte sich dies leisten. Alle zogen aus. Ein gezieltes Herausmodernisieren ist häufig ein Motiv. Das wollen wir künftig verhindern. Wir wollen den Straftatbestand einer Ordnungswidrigkeit einführen und so für die Mieterinnen und Mieter Schadensersatzansprüche begründen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie alle kennen das Strucksche Gesetz. Kein Gesetz kommt aus dem Parlament so heraus, wie es eingebracht worden ist. Ich halte es zum Beispiel für sinnvoll, Vermieter zu verpflichten, jedem neuen Mietvertrag ein Informationsblatt beizufügen, in dem die Mietpreisbremse ausführlich erklärt wird. Nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch richtig nutzen. Außerdem bin ich dafür, dass möblierte Wohnungen, da bin ich mir mit den Linken einig, auch unter die Mietpreisbremse fallen. Mir hat ein Vermieter gesagt, ach, dann stelle ich ein paar alte Möbel in die Wohnung, dann habe ich kein Problem mit der Mietpreisbremse. Dem sollten wir einen Riegel vorschieben, liebe Kolleginnen und Kollegen. In Frankfurt hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft ABG Holding mit gut 50.000 Wohnungen aufgrund einer Initiative, Sie wissen, um wen es geht, um Oberbürgermeister Peter Feldmann, eine eigene Mietpreisbremse eingeführt. Die Miete darf innerhalb von 5 Jahren nur noch um 1% pro Jahr erhöht werden. Nach großem Engagement von unserem Oberbürgermeister und dem SPD-Landesvorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel wird eine ähnliche Mietpreisbremse jetzt bei der Nassauischen Heimstätte mit etwa 60.000 Wohnungen eingeführt. Dies sollte für uns auch als Bund ein Vorbild sein. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hat etwa 37.000 Wohnungen im Bestand. Lassen Sie uns auch dort eine Mietpreisbremse einführen. Ich bin selber seit 2004 Vermieterin im Frankfurter Nordend. Ich habe nicht einmal eine Bestandsmiete erhöht. Nur einmal habe ich vor vielen Jahren bei einer Neuvermietung die Miete um 20 € angehoben. Ich komme zurück zur BIMA. Diese hat etwa 470.000 Hektar Grundstücke im Besitz. Seit 2015 gibt es eine Richtlinie für verbilligte Abgabe von Grundstücken. Seitdem sind bei gut 2.000 Verkaufsfällen nur etwa 12 Grundstücke verbilligt abgegeben worden. Hohe Bodenpreise sind eine der Hauptpreistreiber beim Wohnungsbau. Jetzt ist Olaf Scholz von der SPD als Finanzminister dafür verantwortlich. Ich bin sicher, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass er in Kürze eine gute Lösung für die vergünstigte Abgabe von Grundstücken für sozial geförderten Wohnungsbau bei der BIMA finden wird. Mietrechtsverbesserungen sind gut, wir brauchen aber vor allem neue Wohnungen. 1,5 Millionen wollen wir durch eine Wohnraumoffensive schaffen. Dazu gehört natürlich auch die Förderung des sozial geförderten Wohnungsbaus. Um dies nach 2019 weiterhin tun zu können, müssen wir das Grundgesetz ändern. Dies wurde mit dem Beschluss des Bundeskabinetts von Anfang Mai auf den Weg gebracht. Allein für die Jahre 2020/21 wollen wir 2 Milliarden € für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellen. Kollegin Nissen, gestatten Sie eine Zwischenfrage von der FDP? Nein. Um eine weitere Erhöhung der Mittel würde ich mich freuen. Sozial geförderte Wohnungen sind für Menschen mit geringem oder mittleren Einkommen dringend nötig. In Hessen hatte bezahlbarer Wohnraum seit vielen Jahren unter CDU-Regierungsführung keinerlei Priorität. Seit 1999 hat sich die Zahl der Sozialwohnungen in Hessen auf 90.000 halbiert. Ein Schlag ins Gesicht der Menschen mit geringem Einkommen. Jetzt wird es dringend Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die SPD bei der Landtagswahl im Oktober die Regierungsführung übernimmt. Denn bei uns
steht nicht kurz vor der Wahl, wie bei den Grünen, die Schaffung von bezahlbaren Wohnraum ganz oben auf der Tagesordnung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zu wenig bezahlbarer Wohnraum kann gewaltigen sozialen Sprengstoff bedeuten. Lassen Sie uns im Interesse der Menschen gute Lösungen finden. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Vielen Dank. Nächster Redner, nächste Rednerin ist für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.